Hallo zu Horstling kocht mit seinen Martümännern, vielleicht zum letzten Mal heute. Heute gibt es ein ganz einfacher Nudelschinken-Gratin, so hat die Frau Pöhler genannt, wieder ein Rezept von der Frau Pöhler. Und das ist wirklich super einfach. Was du dafür brauchst, ist Nudeln. Ich habe hier so verdrehte Fusilli gekauft. Du kannst aber auch irgendwelche Röhrennudeln nehmen. Es würden sogar Spaghetti gehen. Also nimm Nudeln nur nicht so dicke große, sondern irgendwelche kleinen. Okay? Dann brauchst du Milch und Sahne. Ganz normale süße Schlagsahne. Okay? Und ganz normale Milch. Ich habe hier Haarmilch, geht auch eine andere Milch. Du brauchst einen Schinken deiner Wahl. Da geht normaler Schweineschinken, da geht genauso Putenschinken oder Rinderschinken oder was auch immer du Lust hast für einen Schinken. Du kannst es aber auch ohne Schinken nehmen, stattdessen vielleicht Tomaten reinschneiden. Ich mache es morgen mit Schinken. Du kannst es auch mit Schinken machen. Nicht morgen, am Freitag mache ich es mit Schinken. So, dann brauchst du Salz, Pfeffer. Salz. Ist das Pfeffer? Sieht es aus wie Pfeffer? Das ist Zucker. Also, Salz und Pfeffer. Etwas Gemüsebrühe und ein bisschen Mehl brauchst du noch. Aber das wäre schon alles. Es ist wirklich ein super einfaches Rezept. Also Nudeln, Milch, Sahne, Schinken, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe und eine Auflaufform. Das heißt, irgendeine Form, die du in den Backofen stellen kannst, ob die aus Glas ist oder aus Porzellan oder aus Metall, ist egal, weil wir schieben das in den Ofen, wir gehen spazieren und nachher ist das Gratin fertig. Hi, ich rede heute zu viel. Also, noch Fragen? Du weißt, was du einkaufen musst. Wir sehen uns am Freitag.